Hi liebe Leute, Marc hier. Ja, Hinterrad versetzen, wieder mal ein Thema. Warum? Ja, es gibt einfach auf Wanderwegen so spitze Serpentinen und Spitzkehren, wo man das Hinterrad versetzen muss. Deswegen gibt es unter euch viele, die das auch gern können möchten, die das üben. Und da habe ich Tipps im Online-Coaching, 8 ausführliche Lektionen, wie ihr das trainieren könnt. Findet ihr unten den Link. Und aber heute nochmal schön zusammengefasst für euch, so könnt ihr es lernen. Ein kleiner Hinweis noch, ihr seht es am Trikot, ich habe es auch schon mal erwähnt, ich bin bei Rockmatrail der Bikeschule, weil ich halt beruflich bedingt und privat bedingt, weil ich ja auch seit 2 Jahren eine kleine Tochter habe und die Wochenenden mal frei haben will, kursmäßig noch unterwegs. Wenn ihr in eurer Region Kurse finden wollt bei Rockmatrail, werdet ihr deutschlandweit fündig. Und wenn ihr den Affiliate-Link klickt, den ihr unter dem Video findet, dann bekomme ich eine kleine Provision, ihr müsst aber auch keinen Aufpreis zahlen. Ja, das Hinterradversetzen ist ein großes Thema. Es hat sich über die Jahre auch immer so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall solltet ihr Step by Step herangehen, weil es ja auch ein sehr sicherheitsrelevantes Thema ist, auf dem Vorderrad im Steilen zu sein. Da muss man sich rantasten. Man hat diese natürlichen Überschlagängste. Man muss sich wirklich langsam rantasten, damit man safe ist und nicht übertreibt. Oder halt im Trail so viel Angst bekommt, dass man sich gar nicht traut, aufs Vorderrad zu gehen. Wenn ihr anfangt zu üben, ihr müsst auf jeden Fall den Stoppy beherrschen. Stoppy heißt, auf dem Vorderrad zu sein, mit Hilfe der Bremse. Manche definieren es auch so, dass man so ein bisschen auf dem Vorderrad rollt. Und das sind die Schritte, wo wir uns langsam herantasten wollen. Ich verlinke unten noch mal 1, 2 Videos dazu. Ja, und dann ist es auch mental wichtig, dass ihr euch dabei sicher fühlt. Fahrt sehr langsam an. Wenn ihr schon erfahrene Biker seid, ein gutes Gefühl für die Vorderradbremse habt, dann könnt ihr nun mit einer Kombination aus Vorderradbremse ziehen und einer leichten Tief-Hochbewegung das Hinterrad hochkommen lassen. Tastet euch ran, das Hinterrad wird immer höher kommen. Ihr werdet auch das Rad dann hochkommen lassen, die Beine beugen sich dabei. Und wenn es einfach zu viel war und ihr habt Überschlagängste, die Vorderradbremse könnt ihr immer sofort loslassen. Wenn der Stoppy in eurem Blut schon drin ist und ihr fangt an, Nose Release zu machen, da ist es wichtig, übt doch mal ein Stoppy zu machen, das Vorderrad blockiert komplett und dann lasst ihr die Vorderbremse noch ein bisschen schleifen und das Vorderrad kann auch dosiert ein bisschen nach vorne sich bewegen. Übt das Ganze auch bergab, eine breite Straße mit festem Boden oder Schotterweg mit sehr festem Schotter, nicht irgendwo, wo ihr direkt wegrutscht. Ja, manche nutzen auch eine flache Wiese und dann könnt ihr anfangen, die andere Bewegung mitzunehmen und zwar ihr legt euch vielleicht ein Springseil hin oder Stöcke oder macht es erstmal im Freien, fahrt eine kleine Kurve, schlagt das Vorderrad ein, das Rad hat ein bisschen Neigung durch eure Körperrotation, der Sattel ist am inneren Bein und ihr fangt an, aus dieser Situation wieder die gleiche Bewegung zu machen, den Stoppy und das Vorderrad dann noch ein bisschen weiter schleifen lassen, dann wird das Hinterrad dem Vorderrad folgen, weil es ja das Vorderrad schon eingelenkt war und ihr habt einen kleinen Versetzer. Das Ganze könnt ihr leicht steigern, dann anfangen im Wald zu üben, an Trails, wo es erstmal einfach ist, mit einer einfachen Kehre. Und tastet euch daran und ihr werdet merken, je mehr ihr da macht, desto mehr wird das Hinterrad dem Vorderrad folgen. Manchmal macht man 2 kleine Versetzer, um durch eine Kehre zu kommen. Manchmal auch einen größeren und manche machen quasi einen kompletten Nose Wheelie durch die Kurve. Ja, das sieht gut aus, aber im technischen Gelände braucht man das seltener. Übt es einfach so, wie es euch am besten passt und seid variantenreich. Das Hinterradversetzen ist eine Königsdisziplin. Es ist wirklich wieder mehrere Bewegungen. Es ist mental anspruchsvoll, einfach weil man halt auch Überschlagsängste hat, vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen hatte. Deswegen macht es wirklich Schritt für Schritt und seid euch bewusst, das dauert auch ein bisschen, bis ihr das gelernt habt. In dem Online-Coaching findet ihr noch mehr Tipps dazu. Vermeidet es bitte einfach in der Ebene ein bisschen das Vorderrad einzuschlagen und dann das Heck wild nach außen zu werfen. Diese Prägung kann sehr ungünstig sein, weil man dann im Trail oft das Gefühl hat, das ganze Fahrrad und man selber kippt nach außen. Bleibt dran, ich hoffe, die Tipps haben euch motiviert, weiter zu üben, das Hinterrad versetzen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.